Hallo meine Lieben, heute gibt es nach längerer Zeit ein Backvideo von mir. Wir werden gemeinsam einen super leckeren und einfachen Schokonusskuchen zubereiten. Der ist wirklich ganz, ganz einfach und schmeckt sehr, sehr gut. Allerdings habe ich etwas im Rezept übersehen. Und zwar müsst ihr halt während des Rezeptes die Eier trennen und ja, das Eigelb halt untermengen. Und ich habe total vergessen, das Eiweiß zu verwenden. Da war der Kuchen allerdings schon im Ofen. Ich habe es also nicht aufgenommen, denn ihr müsst ganz zum Schluss das Eiweiß steif schlagen und dann unter den Teig vorsichtig heben. Also den Schritt bedenkt ihr einfach noch, dann schmeckt er vielleicht besser. Ich weiß es nicht, er schmeckt mir so auch sehr, sehr gut. Das nur mal so als kleine Randbemerkung und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Für den Teig benötigt ihr 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 140 Gramm Zucker, 140 Gramm Butter, dann braucht ihr 8 Eier und ungefähr 200 Gramm geriebene Schokolade oder Schokotröpfchen und 6 geriebene Scheiben Knäckebrot. Als allererstes gebt ihr die Butter in eine Schüssel und trennt die Eier, sodass ihr nur das Eigelb habt und alle 8 Eigelbe kommen dann auch zu der Butter hinzu. Das Ganze verrührt ihr dann so lange, bis es eine gebundene Masse ergibt und dann kommt noch der Zucker dazu und das wird dann so lange verrührt, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Weiter geht es dann mit dem Knäckebrot und den gemahlenen Haselnüssen. Das könnt ihr auch portionsweise hinzugeben, so wie es einfach euch besser gefällt. Hauptsache ist, dass alles gut miteinander verrührt ist. Und zum Schluss kommen dann noch die Schokostückchen hinzu. Den fertigen Teig gebt ihr dann in eine gefettete Form und lasst ihn dann ungefähr bei 170 Grad für 50 Minuten im Ofen. So schaut der fertige Kuchen dann aus. Ich habe dann, als er ausgekühlt war, ihn noch mit einer Schokoglasur glasiert. Und falls ihr das Rezept irgendwie nachmacht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram einfach unter meinem YouTube-Namen TheJollyMimiX3 eure Bilder von dem Kuchen zeigt. Und ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!